Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind auf Mekshar und machen jetzt hier noch Gesucht und Gefährlich. Haben in der letzten Folge eine H2-Quest sogar erledigt. Die haben wir geschafft. Auch wenn es ein bisschen anstrengender war als die üblichen Kämpfe, aber das ist ja auch nicht verwunderlich. Wir sind mittlerweile hier auf einem ganz anderen Level. Das wird helfen. Oh, ja, da gehen wir mal. Der ist doch ein bisschen zu stark, der Gegner. Da sieht man es auch schon, Lana ist so gut wie tot. So, es sollte eigentlich reichen, damit er von uns ablässt. Okay, er schießt noch weiter. Jetzt ist er weg. Dann kümmern wir uns hier um den einen Bruder noch. Sorry, Brudi muss los. So, Lana kann wieder mitkommen. So, wir meditieren kurz. Und dann müssen wir hier gleich mal schauen, wo wir hin müssen. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Das sieht gut aus. So, wir wollen zuerst mit dem Druiden sprechen, weil der eine zeitliche Begrenzung hat. Das sollten wir eigentlich auch noch hinbekommen. Ich glaube, eine Stunde haben wir Zeit. Eine gute Stunde. Ja. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht sind ja sogar beide da. Gesucht und gefährlich. Auf jeden Fall sind wir hier schon mal richtig. Hi. Darauf kannst du wetten. Ich denke, wir alle haben uns hin und wieder eine Pause verdient. Hol dir einen Drink vom Barkeeper. So, hier haben wir sogar noch eine weitere Barkeeper, Mission noch offen. Einen. Ihr hattet schon genug. Kommt morgen wieder. Genug? Ach, kommt schon. Vorschlag. Wenn ihr mir sagen könnt, wie viel ihr hattet, bekommt ihr noch einen. Kommt schon. Fünf. Ich hatte fünf. Bis morgen. Ehrenrauschmeißerabzeichen. Zeige allen, dass du weißt, wie man feiert. In PvP-Bereichen nicht verwendbar. Okay, kann man das nehmen? Du erfüllst dich die Voraussetzung, um diesen Gegenstand zu kaufen. Sollen wir uns hier den Cocktail kaufen oder was sollen wir machen? Ach so, vom VIP-Raum sollen wir uns den Drink holen. Okay, ich glaube, wir müssen ins Obergeschoss. Da drüben ist noch ein Datenpad. Wollen wir mal gucken, was wir hier noch bekommen. Zerstöre Exchange-Waren. 5 Stück. Ja, machen wir. So, und da drüben müssen wir irgendwie rein. Ah ja, da. Alles klar. Da ist der Barkeeper. Kuchuso yamate chitoya. Wenn es wirklich gratis ist, nehme ich eine Flasche vom Besten, das ihr habt. Chicos, ba ini godai ji liska janegawa. Sehr gut. Umpa kombak niji.
Tonka, Liska, Chachanga. Ja. Da müssen wir uns, glaube ich, mal drum kümmern. Oh, der ist ein bisschen stärker, Leute. Ich glaube, den werden wir nicht besiegen. Okay. Okay, alles klar. Jo. Okay, besiege den ungebetenen Gast. Das ist wohl eher was für eine Operationsgröße. Oder zumindest für eine Gruppe. Deswegen brauchen wir das dann, glaube ich, nicht. Dafür können wir die anderen beiden Sachen vielleicht nochmal machen. Aber wir haben es ja zumindest versucht. Haben gesehen, was dann hier passiert. Da unten müssen wir lang. Okay, und da unten finden wir dann auch die Exchange-Waren. Dann wollen wir mal. Mich würde halt interessieren, wo die Akquise-Aufseherin ist. Die haben wir bisher noch nicht gefunden. So, Exchange-Waren. Ich glaube, hier können wir uns wieder was wünschen. Das ist das schon mal nicht. Okay, eher da unten, also die andere Richtung, sind wir schneller. Hier entlang. Aber ich glaube, hier treffen wir auch auf mehr Gegner wiederum. Müssen wir mal sehen. Da haben wir die ersten Waren. Perfekt. Tschüss. Drei. Die letzte Kiste. Zurück in die Kantina und dann holen wir uns die Belohnung ab. Ja, schon witzig, dass man dann hier doch noch die ein oder andere Mission entdeckt. Gut, dass uns hier die Quest nochmal auf den Planeten geführt hat. Wo ist er denn hier? Achso, da kommt man so oder so hoch. Das ist ein Aufzug. Ich dachte, ich habe gerade was Besonderes entdeckt. Aber es wird ja sogar angezeigt. So, da kriegen wir eine Belohnung. Oben ist noch ein Datenpad. Mal sehen, was wir noch machen sollen. Bitte, wir sind nur zu viel. Oder ob das nochmal dieselbe Mission ist. Es tut mir leid. Wir fliegen einfach dahin mit, wo ihr sowieso hinfliegt. Egal wo. Wieso kaufe ich mir nicht gleich ein? Mal gucken, können wir denn hier trinken? Erhöht die Präsenz um 84, hält 30 Minuten lang. Cool. Ich kümmere mich um euch. Können wir ja bei Lana mal ausgeben hier. Gibt's ein bisschen Einfluss dazu. So, was haben wir da? Finde den Warenhändler. Okay, haben wir doch noch eine Mission. Warenhändler. Huch. Ja, sorry, da wollten wir gar nicht rauf.
oder den Prototypen zurück. Weiß nicht, wir kaufen mal beides auf. Kann ja nicht schaden. Dann hat man was fürs Housing. Und der hat uns jetzt mitgeteilt, wo wir diesen Prototypen finden. Der möchte den gern zurückhaben. Gucken wir mal, wie wir hier tätig werden können für die Kantina. Diesmal zur anderen Seite raus. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Eliminierung der Exchange. Kleiner Erfolg errungen hier. Du hast 50 Exchange-Bandenmitglieder auf Ex-Char vernichtet. Da oben ist was. Oder nee, sah nur so aus, als wenn es leuchtet. Die kämpfen auch hier gegenseitig. Abtrennung. Der könnte unseren Prototypen haben hier. Zwei sich streiten, freut sich der dritte und wir holen uns den Prototypen. Bring den Prototypen zurück. Das machen wir schnell zu Fuß hier. Ich kenne den Weg ja mittlerweile. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch eine Kiste und wir haben noch ein paar Schuhe. Da gucken wir gleich, ob wir die zerlegen können und was in der Kiste Schönes ist. Post bekommen wir auch schon wieder. Dann lesen wir den Brief mal zuerst, bevor wir den Prototypen zurückgeben. Weg von Harido Wald, von eurem guten Freund. Commander, ich hoffe, ihr wolltet Mekshar nicht verlassen, ohne euch von eurem guten Freund Weg zu verabschieden. Seit unser kleines Problem beseitigt wurde, läuft alles rund und das sind gute Nachrichten für Weg, gute Nachrichten für Harido Wald und gute Nachrichten für alle unsere geehrten Geschäftspartner. Die Zukunft ist vielversprechend, nur dank unserer Abmachung. Ich möchte mich nicht verabschieden, aber vergesst nicht, dass ihr einen Freund auf Mekshar habt. Einen Freund, der dank eurer Hilfe in einer viel besseren Position ist. Wenn ihr irgendetwas braucht, wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt. Ja, vielen Dank, Wieg. Das werden wir im Hinterkopf behalten. So, die Prototypen können wir hier platzieren. Dann haben wir auch das erledigt. Eine weitere Mission wartet auf uns. Gucken wir nochmal, wer jetzt was braucht. Handelshaus auf Mekshar. Vielleicht am Startpunkt irgendwo. Sammle Überwachungsgeräte ein. Für die Marktforschung. Platziere Überwachungsgeräte. Okay, das sollen wir hier machen.
auf die Markt. Bisher ging alles gut, ohne Vorkommnisse. Okay, das war wirklich easy. Ja, für die kurze Strecke hier brauchen wir kein Taxi nehmen. Da haben wir ja unseren Gleiter. Mal sehen, hat er was anderes im Angebot? Wir jetzt noch mal mit ihm sprechen. Ja, tatsächlich. Der hat jetzt noch ein paar andere Sachen hier. Ich weiß gar nicht, was wir vorhin zuerst gekauft hatten. Ich glaube, die Deckenlampe und das Sofa. Haben wir hier noch mal die anderen Sachen auch mit. Ich meine, wir haben ja das Geld. Und dann können wir die Sachen mal hinzufügen. So, was ist in der Kiste drin? Eine Robe. Können wir beides zerlegen. Wunderbar. Das andere ist alles Schrott. Das können wir verkaufen. Kriegen wir gleich ein bisschen Credits wieder. So, und eine Mission haben wir jetzt hier nicht mehr. Das heißt, ich würde mal die Schnellreise nutzen. Komplex der Huttenbrecherin. Aber hier sehe ich jetzt irgendwie nichts. Schrottes Kreuzung vielleicht noch. Wir gucken uns da mal um. Die Akquiseaufseherin müssen wir finden. Die suchen Aushilfe. Vielleicht muss es nicht unbedingt Ariona sein. Vielleicht schicken wir da jemand anderen hin. Lana oder so. Okay, guck mal, hier werden wir auf jeden Fall schon mal reingeführt. Seht euch nur diesen Ort an. Ich denke, dann sind wir hier auch richtig. Ich habe euer Gesuch nach jemandem gesehen, der auf Akquise spezialisiert ist. Okay, dann bin ich dabei. Okay. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier ein paar Aufträge. Handelshausrequisitionen. Schließe Handelshausmissionen ab. Dafür kriegen wir dann Tech-Fragmente. Und hier hätten wir dann zum Beispiel eine Mission auf Tatooine. Da sollen wir zurückgelassene Technologie besorgen. Okay, das sind aber auch täglich wiederholende Missionen. Ich denke, da brauchen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Bevor wir die drei voll haben, müssen wir 3 Tage warten, weil es anscheinend hier immer nur eine Mission zu holen gibt. Und nach Tatooine wollten wir jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Deswegen lassen wir das mal. Können noch mal gucken, unser Inventar. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Schrott rumliegen. Und wir haben hier noch eine Kiste für Schmuggelware. Das können wir bei Hülo Visk abgeben. Dann lass uns das doch mal machen. Dann haben wir die nämlich auch schon mal wieder weg. Haben schon lange solche Kisten nicht mehr bekommen. Die bekommt man dann meistens auch bei den Heldenmissionen auf den ersten Planeten überall. Bevor es dann in die ersten Add-ons rübergeht. Also die meisten, die holt man halt da. Und jetzt haben wir halt mal wieder so eine Kiste bekommen. Und die eine, ja, die geben wir jetzt ab, damit dieser eine Platz im Inventar einfach wieder frei wird. Sonst schleppen wir die Kiste die ganze Zeit mit uns rum, das muss ja nicht sein. Und auf Odessen waren wir auch schon lange nicht mehr. Ja, da dürfte aber auch noch alles beim Alten sein. Vielleicht haben wir mittlerweile republikanische Banner überall hängen, weil wir ja nicht mehr wirklich zur Allianz gehören. Sondern ja, uns der Republik angeschlossen haben. Das sehen wir wahrscheinlich gleich unten in der Kommandozentrale.
Oder da hängen immer noch die Banner der Allianz. Das kann natürlich auch sein. Ja, tatsächlich immer noch die Banner der Allianz. Ah, Koss ist auch da. Arkan. Senja. Die behalten ja alles im Blick. So, Hilo war hier hinten. Jetzt brauchen wir nur noch ein Casino. Da wartet ja Karo. Hey Commander, was ist los? Ja, nicht viel. Wir wollten Schmuggelware abliefern. Oh, klasse. Ich gehe das gleich durch und sehe, was wir damit anfangen können. Perfekt. Guten Flug. So, dann machen wir die nochmal auf. Kommen jetzt hier noch ein paar Treter und... Kein Einflussgewinn bei Lana. Ein republikanischer Senatorin schwur. Das ist klar, dass Lana da jetzt nicht unbedingt von begeistert wäre. Weil sie ja eher vom Imperium abstammt als von der Republik. Ja, wir gehen jetzt noch mal hoch zum Tresor. Geben dort einmal die beiden Sachen rein. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge hier mit Kira und Scorch treffen. Ja, Onderon und Meksha ist soweit hinter uns. Da haben wir, glaube ich, alles erledigt, was es zu erledigen gibt. Einmal das Geschenk. Ja, und die Stiefel... Da haben wir ja die meisten Sachen sowieso hier drin. Die kommen dann damit zu. Alles klar, liebe Leute. Dann beenden wir die Folge an dieser Stelle und sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Und dann werden wir mal schauen, wie es hier weitergeht mit der verwallenden Dunkelheit. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.